Willkommen zum Short Review Review. Ein Review ist nicht nur eine ausführliche Betrachtung, auch ein Rückblick. In diesem Review reise ich zurück zum Anfang des Jahres 1985 und schaue mir den ersten deutschen Transformers-Werbekatalog inklusive Comic an. Dabei lege ich einige Geheimnisse offen, die bestimmt nicht jeder von euch kennt. Los geht's! Wie ihr seht, hat der Katalog schon einiges durchgemacht und gehört in ein Museum, wie Indiana Jones so schön sagt. Also, ich bin damit sehr vorsichtig und blättere es deswegen nicht vor der Kamera, sondern zeige hier lieber Fotos. Auf den Bildern sieht er recht groß aus, aber er ist in Wirklichkeit im A6-Format, so 11x15 cm. Schön ist das klassische Design mit dem Karo-Muster und dem rötlichen Farbverlauf, was den Autobots vorbehalten war. Dazu der prankige, kultige Transformers-Schriftzug mit dem More Than Meets the Eye-Slogan. Cool, einfach. Das gezeichnete Cover zeigt links Autobot Jetfire und rechts Decepticon Megatron. Schön gelungen ist gezeigt auch, wie sie sich in ihre Verwandlungsform transformieren, also dem Jet und der Walter-Pistole samt verlängerten Lauf und Zielfernrohr, was Megatron ja als Waffe benutzt. Links unten ist das MB-Firmenlogo zu sehen. MB steht für Milton Bradley und war Hasbros Vertriebsfirma hier in Europa. Inzwischen hat sich das ja geändert und Hasbro selbst ist unter seinem eigenen Namen aktiv. Weil ihr jetzt bestimmt zuerst auf die erste Comicseite schaut und dort die Dialoge liest, wo Jetfire und Megatron miteinander kämpfen, staunt ihr nicht schlecht, denn ihr lest richtig. Jetfire ist Herr über die Autobots, ihr Anführer. Und was ist mit Optimus Prime, fragt ihr euch? Ja, der ist im Hintergrund da zu sehen. Aber warum? Das erkläre ich später, denn ich möchte als erstes das Prospekt einmal komplett durchgehen und hinterher analysieren wir und klären auf und das wird der interessante Teil dann. Links unten auf Seite 2 finden sich die Credits mit dem Copyright 1985 sowie die Transformer Comics werden herausgegeben von Marvel Comics Limited. Spannend finde ich den letzten Satz. Die Transformers, einschließlich aller Charaktere in dieser Ausgabe, und ihre typischen Eigenschaften sind Wahrzeichen der Hasbro Bradley Incorporated. Dieses Minicomic ist nicht für den Verkauf bestimmt, sondern wird von der Hasbro Bradley Incorporated verteilt. Darüber befindet sich die Einleitung in die Welt der Transformers und sie lautet wie folgt. Der total mechanisierte Planet Cybertron war aus seinem Orbit um den Stern Alpha Centauri geschleudert worden, als Folge eines schrecklichen Bürgerkrieges, den seine Roboteinwohner untereinander ausgefochten hatten. Begonnen hatte alles, als der mächtige Megatron mit seinen bösartigen Decepticon-Robots die friedlichen Autobots mit Gewalt und Terror unterwerfen wollte. Jahrhundertelang hatten die Autobots verzweifelten Widerstand geleistet. Aber nun scheint alles umsonst. Unaufhaltsam taumelt der Planet auf einen tödlichen Asteroidengürtel zu. In letzter Not starten die Autobots ihr Kampfraumschiff Arche, um dem Planeten einen Weg durch den Asteroidengürtel freizuschießen. Unter dem Kommando des erfahrenen Jetfire gelingt das gewagte Unternehmen. Nicht zuletzt durch den heroischen Einsatz solch kampferprobter Autobots wie Whirl, Roadbuster und Blaster. Aber Megatron nutzt die Gunst der Stunde. Mit einer Gruppe seiner Decepticon-Robots, darunter Trust, Soundwave und Dirge, überfällt er die vom aufreibenden Einsatz geschwächte Arche aus dem Hinterhalt. Schon glaubt er den Sieg in der Tasche, als ein Planet vor der Arche auftaucht. Das Comic fängt so an, wie wir es alle kennen. Die Arche rast auf die Erde zu und es steht darüber ja, die Arche taucht in die Atmosphäre ein. Wir sind auf Kollision! Jetzt sterben die Autobots, aber üble Decepticons nehmen wir mit! Ich, Jetfire, Herr über alle Autobots, habe diesen Todeskurs programmiert. Du und deine Decepticons sind am Ende, Megatron. Noch nicht, Jetfire. Auch ein Decepticon-Anführer wie ich hat seine Pläne. Soundwave, spring! Während das fremde Raumschiff schon über die Oberfläche des Planeten schrammt, katapultiert sich Soundwave hinaus. Für Megatron und alle Decepticons! Was für ein cooler Spruch. Keine Sekunde zu früh, denn... Kaboom! Die Arche ist schwer beschädigt. Aber noch funktionieren die Suchstrahler und sie melden, Soundwave hat überlebt. Und noch etwas entdecken die Scanner, mächtige Lebensformen, die den Planeten zurzeit beherrschen. Klar, ist doch logisch, Dinosaurier. Und schon beginnt das Abwehrsystem der Arche, vier leicht beschädigte Autobots zu reparieren und an die Lebensform des Planeten anzupassen. Mit Erfolg, denn jetzt können sich die Autobots in Dinosaurier verwandeln. Das ist die Geburtsstunde der Dinobots. Dieser Soundwave macht mir Sorgen. Wenn wir ihn jetzt nicht stoppen. Ja, er wird den ganzen Planeten in eine neue Decepticon-Basis verwandeln. Ein Transporter der Arche bringt sie in die Nähe von Soundwave. So ein Schurke, er macht einfach Hackfleisch aus diesen armen Kreaturen. Los, Dinobots, macht ihn fertig. Ah, was ist das? Sehen aus wie diese Viecher hier, aber sie kämpfen wie Autobots. Egal, einem Soundwave sind sie nicht gewachsen.
Der hat recht. Selbst zu viert schaffen wir nicht. Echt kultige Sprüche. Coole Szene. Wartet mal, vielleicht sollten wir ihm ein paar Steine in den Weg legen. Hilfe! Die bringen mich tatsächlich unter die Erde. Ah! Einfach genial, diese Dialoge. Typisch 80er Jahre. Tödliche Stille breitet sich aus für eine lange, lange Zeit. Ja, wie es war einmal in einer weit, weit entfernten Galaxis. Passt ja auch irgendwie. 4 Millionen Jahre später, der Vulkan, in dem das Wrack der Arche liegt, hat mit seiner Aktivität das Gehirn des Schiffes wachgerüttelt. Und die Sensoren berichten über die jetzt vorherrschenden Lebensformen auf diesem Planeten. Um hier überleben zu können, müssten die Insassen der Arche ähnliche Formen als Tarnung annehmen können. Ja, man sieht hier schon Hubschrauber, Jet, Panzer, Pistole, Kassettenrekorder, Luftkissenboot. Getreu ihrer Programmierung beginnt die Arche mit der Reparatur weiterer Roboter. Aber sie kann sie nicht mehr unterscheiden zwischen Autobots und Decepticons. Und so versieht sie beide Arten mit der Fähigkeit, sich nach Wunsch in Fahrzeuge oder Waffen zu verwandeln. Also nicht nur Autobot Jetfire, Roadbuster und Whirl, sondern auch die Decepticons Megatron, Trust und Blitzwing. Und damit geht der Kampf um Cybertron weiter, denn die Transformers sind unter uns. Das war der Comic und rechts daneben die Ankündigung für die Fortsetzung in Comicform mit der Überschrift Weitere spannende Abenteuer mit den heldenhaften Autobots und ihrem Anführer Jetfire und den bösartigen Decepticons und ihrem Führer Megatron in Transformers. Dieses neue Comicheft gibt's in Kürze am Kiosk. Danach folgt dann der eigentliche Spielzeugkatalog mit der Überschrift Die Welt der Verwandlung. Beginnend mit dem Leader, dem Anführer Jetfire. Darunter steht Funktion Luftkämpfer, der mutige Anführer der heldenhaften Autobots, verwegener Kämpfer, glaubt, dass seine technologische Brillanz den Sieg garantiert, ist sehr schnell und unglaublich stark bewaffnet. Daneben Deluxe Vehicles Communicator, Roadbuster, Funktion Kommandeur der Sturmtruppe zu Lande. Roadbuster ist nur dann glücklich, wenn er gegen die Decepticons kämpfen kann. Begeisterter Kämpfer, ein geborener Anführer, kann nahezu jedes Gelände mit seinem Vierradantrieb durchqueren. Blaster, Funktion Kommunikationszentrale. Nach dem Kampf zieht sich Blaster zurück, um sich bei Musik zu entspannen, vornehmlich bei Rock'n'Roll. Whirl, Funktion Helikopter für Sturmangriffe aus der Luft. Tollkühn, ein bisschen verrückt, rechtschaffen. Whirl liebt seinen Job, glaubt, dass er seine Feinde einschüchtert, wenn er sich im Kampf wie ein Wahnsinniger aufführt. Die Dinobots, eine tapfere prähistorische Schöpfung der heldenhaften Autobots. Grimlock, Funktion Führer der Dinobots. Furchterregendster und mächtigster aller Dinobots. Ein heldenhafter Kämpfer mit ungeheurer Kraft. Seine Kiefer können fast alles durchbeißen. Slag, Funktion Flammenwerfer. Liebt es, seine Feinde in flüssiges Metall zu schmelzen. Slag hasst Autorität, ist impulsiv, enorm kampfstark. Snarl, Funktion Wüstenkämpfer. Im Sonnenlicht wird seine Kraft um das Zehnfache gesteigert. Seine Panzerhaut kann die meisten Geschosse abweisen. Bei Nacht verwundbar, weil die Sonnenkraft fehlt. Sludge, Funktion Dschungelkämpfer, Demolierer, erschreckend und unaufhaltsam im Kampf, kann mit seinen Füßen die Gegner zertrampeln. Jumpstarters, kein anderer Autobot springt schneller in Aktion. Twin Twist, Funktion Zerstörung, greift fast alles mit seinen diamantenspitzen Bohrern an, wild und zerstörerisch, verwandelt sich in knapp 4 Sekunden. Topspin, Funktion Angreifer auf Land und Wasser, kein Gelände kann Topspin aufhalten, sieht die Eroberung von Land und Wasser wie das Niedermachen der Decepticons als Sieg an, verwandelt sich in knapp 4 Sekunden. Mini-Vehicles. Klein und schnell agieren sie als Spione und Botschafter für die Autobots. Seaspray. Funktion Seeverteidigung. Liebt den Ozean und den Schauer des Seekampfes. Powerglide. Funktion Kämpfer. Hat seine Freude, wenn er seine unglaubliche Wendigkeit in der Luft einsetzen kann. Warpair. Funktion Kämpfer. Ungeheuer stark und beweglich. Seine Waffen widerstehen den meisten Geschossen. Beachcomber. Funktion Geologe. Findet und analysiert Bodenschätze. Durchquert nahezu jedes Gelände. Kosmos, Funktion Aufklärung und Übermittlung, ein Kommunikationssatellit, seine optischen Sensoren arbeiten punktgenau. Kommen wir jetzt zu den Decepticons. Megatron, Funktion Führer der Decepticons, kombiniert brutale Stärke mit militärischer List, rücksichtsloser Führer, plant die Zerstörung aller Autobots, unglaublich stark bewaffnet, keine bekannte Schwäche. Kommunikator Lasergun, Soundwave, Funktion Kommunikation, liest Gedanken über Hirnimpulse, entschlüsselt alles und informiert, setzt alles, was ihm zu Ohren kommt, zur Erpressung ein, um seinen Status zu fördern. Fungiert als Kettenfunkstation für andere Decepticons. Shockwave, Funktion militärischer Operationskommandeur, kalt, kompromisslos und brutal, denkt glasklar und geht fast wissenschaftlich den Kampf an, logisch und eine tödliche Gefahr im Gefecht. Planes, heißt aus dem Englischen übersetzt Flugzeuge. Wie ihr seht, die Bezeichnungen der Gruppierungen sind alle noch in Englisch gefasst. Ramjet, Funktion Kämpfer. Ein Schrecken am Himmel, der seinesgleichen sucht, bringt alles zum Absturz. Spezialität Zusammenstöße in der Luft.
Trust, Funktion Kämpfer, lässt nichts aus, seine Stärke zu demonstrieren. Das Dröhnen seiner Triebwerke ist für seine Gegner die Melodie vom Untergang, entnervt Gegner. Dirge, Funktion Kämpfer, Meister der Einschüchterung. Der Sound seiner Triebwerke lässt seine Gegner vor Angst zittern. Und dann Triple Changers, Astrotrain, Funktion militärische Transporte. Seine Spezialität ist, Verwirrung zu stiften, bringt Panik und Furcht über die Gegner. Astrotrain verwandelt sich aus einem Zug in einen Raumgleiter und einen Roboter. Blitzwing, Funktion Boden- und Luftkommandeur, einer der gefährlichsten Decepticons, hat eine grausame Art von Humor, lärmend, kriegerisch, dreist. Blitzwing verwandelt sich in einen Jetpanzer oder Roboter. Deluxe Insecticons verbreiten Furcht wie eine Seuche, geschaffen von den bösartigen Decepticons. Chop Chop, Funktion Dieb, der gemeinste der Insecticons, stiehlt alles, was er kriegen kann. Seine Fühler können Stahl durchschneiden. Venom, Funktion psychologische Kriegsführung. Venom traut niemanden. Sein tödlicher Stachel gibt eine Flüssigkeit ab, die alles mechanische und organische Leben ausschaltet. Ransack, Funktion Kämpfer, liebt den Kampf. Seine Sorglosigkeit gegenüber der Sicherheit für Unschuldige ist unübertroffen. Seine Hinterbeine können Stahl zertrümmern. Barrage, Funktion Scharfschütze, schonungslos und grausam. Barrage glaubt, dass Freundlichkeit nur Besiegten Hoffnung bringt. Weitere Insecticons. Scrapper, Funktion elektronische Kriegsführung. Die gegnerischen Schreie sind Musik in seinen Ohren. Seine Antennen leiten die Elektrizität von Blitzen auf die Feinde und löschen sie aus. Kickback, Funktion Spionage, charmant, aber tödlich. Er schafft sich Freunde, nur um sie später verraten zu können. Bombshell, Funktion psychologische Kriegsführung. Sein Schlachtfeld ist die Beeinflussung, macht Feinde durch Gehirnkontrolle zu hilflosen Komplizen. Constructicons. 6 einzelne Constructicons zusammen verwandeln sich in den mächtigen Devastator. Longhaul, Funktion Transport. Scavenger, Funktion Graben und Bergen. Hook, Funktion chirurgischer Ingenieur. Scrapper, Funktion Bauingenieur. Mixmaster, Funktion Materialherstellung. Bonecrusher, Funktion Verwüstung. So, das war der Katalog. Auf der letzten Seite das besondere Angebot. Eine Transformers-Uhr. Ein Druck auf den versteckten Knopf, schon hast du die exakte Zeit. Werde ein geheimer Zeitkämpfer der Autobots mit dieser Autobot-Uhr. Nur 15 Euro, einschließlich Porto und Verpackung. Echt cool, die Uhr. Hätte ich mir gerne damals gekauft, habe ich aber leider nicht getan. Wie man sieht, man musste Name und Adresse angeben und dann wahrscheinlich diese Seite da hinschicken. Weiter steht da, Auslieferung innerhalb 28 Tagen. Dieses Angebot hat nur Gültigkeit bis zum 31.12.1985. So, links daneben steht, schließ dich den Kämpfern gegen die bösartigen Decepticons mit dieser unglaublich starken Autobot-Uhr an. Für 4 Robot-Punkte und einen Scheck oder Postanweisung über 15 Euro erhältst du die Autobot-Uhr. Das besondere Uhrenangebot bitte einsenden an Milton Bradley. So, das war jetzt einmal ein kompletter Blick auf dieses Prospekt. Jetzt beginnt die Analyse und wir starten natürlich mit der größten Frage. Warum ist Jetfire Anführer der Autobots und nicht Optimus Prime? Für die Antwort müssen wir ganz kurz zur Entstehung von Transformers zurück. Anfang der 80er beschloss der amerikanische Spielzeughersteller Hasbro, eine neue Serie zu entwickeln, als ihnen die in Japan erfolgreichen Verwandlungsroboter auffielen. Was eben für Mädchen Barbies sind, sind für Jungs Roboter. Das kann nur funktionieren, dachten sie, und behielten recht. Also erwarb Hasbro von den japanischen Firmen Takara und Takatoku zahlreiche Roboterfiguren. Gerade Takara war mit seinen verschiedenen Serien Diaclone und Microman umfangreich und erfolgreich. So pickten sie sich zahlreiche Figuren einfach heraus. Sehr gut in diesem japanischen Diaclone Flyer zu sehen. Alle aus Transformers bekannten Figuren sind vertreten, wobei einige eine andere Kolorierung haben. Auch die späteren Dinobots sind zu sehen. Wer genau hingesehen hat, hat neben den Fahrzeugen kleine Menschen oder sogenannte Piloten gesehen. Ursprünglich hatte jeder Roboter einen Piloten. Diese wurden später einfach weggelassen. Wer die Dinobots besitzt, weiß, dass jede dieser Figuren eine kleine Klappe besitzt. Ja, da gehört der Pilot rein. Ich selbst habe beim Spielen darin immer einen Halbedelstein gesteckt, der die Energiequelle der Figur darstellen sollte. Spielen macht eben erfinderisch. Hier ist ein Microman Microchange Katalog. Diese Serie hatte sich eher auf transformierende Gegenstände konzentriert, wie Soundwave, welcher ursprünglich mit Kopfhörer und eingebautem Radio erschienen ist. Weiter seht ihr den Fotoapparat Reflektor, Blaster, das Mikroskop Perceptor. Es sind aber auch Figuren dabei, die es leider nie in den westlichen Raum geschafft haben. Nun hatte Hasbro also zahlreiche transformierende Roboter. Doch wie schon Star Wars insbesondere vorgemacht hat, verkauft sich alles besser mit einer Geschichte. Zunächst wurde sich an den Marvel Comic Verlag gewandt, wo ein Konzept, Namen und die Basis geschaffen wurde. Transformers war geboren. Eine monatlich erscheinende Comic-Heft-Serie war in Arbeit, sowie eine Cartoon-Serie und das Sanbo Productions, die ebenfalls zum Marvel-Konzern gehörten. Umgesetzt wurde diese in Japan, Südkorea und den Philippinen unter der Aufsicht des japanischen Anime-Experten Toy Animation. Toy Animation war damals bekannt unter anderem für Captain Future, Captain Harlock und die Königin der 1000 Jahre. Heute besonders für One Piece und Dragon Ball.
Marvel gab für den Comic und den Cartoon die Figuren und ihre Zugehörigkeit zu den Autobots oder Decepticons und die Grundhandlung vor, wobei beide letztlich diese auf eigene Weise umsetzten und erzählten. In diesem Konzept war eben Megatron Anführer der Decepticons und Jetfire Anführer der Autobots. Ein erstes Comic wurde geschaffen, wo eben in diesem Katalog ein Auszug zu finden ist. Und auch der Cartoon wurde so begonnen. Vom Cartoon ist ein Teil des alternativen Openers erhalten geblieben und wurde in ersten Werbespots angepasst benutzt. Jetfire steht im Mittelpunkt. Dazu lag den ersten Transformers-Figuren dieser kleine schwarze Katalog bei, gut zu sehen, wie Jetfire dort hervorgehoben wird und als Autobot-Leader bezeichnet wird. Aber auch Megatron sah zunächst noch anders aus, gut in diesem Spot zu sehen. Der Helm war eher dunkles Lila, die Augen von einer Art Brille bedeckt. Dazu hält er seine Kanone wie eine Art Raketenwerfer über einen Griff. Dieses Design ist in unserem Katalog-Comic zu sehen, aber auch in den ersten Marvel-Comic-Heften. Eigentlich sah alles gut aus, doch dann tauchten Probleme auf und Hasbro musste das Konzept umschreiben. Es gab Lizenzprobleme mit der japanischen Firma Takatoku. Diese war inzwischen pleite und von Bandai aufgekauft worden. Und jene machten Hasbro aufmerksam, dass sie zwar die Roboter als Figuren verkaufen durften, aber keine Lizenz für andere Medien hatten. Denn die Figur Jetfire gehörte eigentlich zur Anime-Serie Macross, welche in den USA später zu Robotech umgearbeitet wurde. Und Will und Roadbuster zur Anime-Serie Special Armored Battalion Dovok. Und die vier Deluxe Insecticons zu Armored Insect Corps Beatrice, wobei diese als Anime letztlich gecancelt wurde. Da neben Jetfire auch Roadbuster und Burl eine wichtige Rolle in den Serien spielen sollten, wurde sowohl Comic als auch Cartoon gestoppt und umgearbeitet. Ob nun mehr als der Opener vom Cartoon existiert, ist nicht bekannt. Für Jetfire rückte der heutzutage legendäre Optimus Prime nach, einer Figur aus der Diaclone-Serie. Da er auch dort bereits eine beliebte Figur war, trug Prime in der japanischen Fassung des Cartoons und auf der japanischen Transformers-Figurenbox seinen Diaclone-Namen Convoy. Als mit dem Cartoon neu begonnen wurde, wurde ebenfalls Megatron umdesignt und zu jenem Bösewicht, wie er heute ist. Im Marvel-Comic trat sein aktuelles Design erst nach ein paar Ausgaben auf. Gleichzeitig blieben auch Handlungselemente aus diesem Comic erhalten, wie die Entstehung der Dinobots und ihrem Kampf in prähistorischer Zeit gegen Decepticon Soundwave. Lediglich tauschte man diesen mit Shockwave aus. Im Cartoon wollten die Macher wohl nicht auf Jetfire verzichten und schufen mit Skyfire einen ähnlichen Charakter. Er verwandelt sich optisch ähnlich, auch wenn er nun mehr von einem Raumschiff als Jet hat. Eine G1, eine Generation 1 Actionfigur, wie man die Figuren dieser Transformers Hauptserie bezeichnet, erschien nie. Jahrzehnte später wurde Skyfire als moderne Figur veröffentlicht, ebenso wie leicht veränderte Roadbuster und Will, sowie die Deluxe Insecticons. Auch wenn diese an ihre G1-Charaktere angelehnt sind, zählen die neuen Figuren nicht zu G1. Nun aber zum Katalog zurück. Mit dieser Anzeige wurde der kommende Comic beworben, der eigentlich die Geschichte um Jetfires Kampf gegen Megatron weitererzählen sollte. Letztlich aber startete der Marvel-Comic mit neuer Geschichte und Optimus Prime als Anführer. Die eigentliche monatliche Reihe erreichte in den USA insgesamt 80 Ausgaben bis zur Einstellung. In Deutschland wurde mit dem Condor Verlag, später als Conpart Verlag bekannt, zusammengearbeitet, welcher bereits Marvels Spider-Man, Avengers, Thor und Hulk veröffentlichten. Die deutsche Veröffentlichung unter die Transformer erschien 1986 mit vierteljährlichem Erscheinen und kam nur auf 3 Ausgaben. Erst als der Cartoon 1989 startete, veröffentlichte der Verlag weitere Transformers-Comics. In diesen 3 Comics wurden lediglich die US-Ausgaben 1 bis 4 mit stark gekürztem Text verarbeitet. Nun schauen wir uns die Toys im Katalog genauer an. Wie schon erwähnt, ist Jetfire, der sich in einen Grumman F-14 Kampfjet verwandelt, ein Mech aus der Anime-Serie Super Dimension Fortress Macross, beziehungsweise der US-Version Robotech. Dort ist seine Bezeichnung FV-1 Valkyr und wird vom Piloten Roy Fokker geflogen. Für Transformers wurde der Mech umkoloriert. Die Lizenz hatte die japanische Firma Takatoku, später übernommen durch Bandai. Gleiches bei Roadbuster und Will. Beide Figuren gehören zur Anime-Serie Special Armored Battalion Dovok. Farblich waren beide sehr ähnlich am Original. Lediglich der jeweilige Ton war verändert. Da die Figuren im Anime als Kampfanzüge dienten, trugen sie nur Bezeichnungen. VV-54AR Calibur für Roadbuster und VH-64MR Gazette für Will. Blaster war eine Figur aus der Microman Microchains-Serie von Takara. Wie Soundwave konnte er Kassettentransformer in sich tragen. Leider erhielt er eigene Kassetten erst später. Blaster bekam ebenfalls eine Farbveränderung. Interessant ist deine Version in diesem Katalog. Die Recorderklappe hat noch ein anderes Design. Dazu steht darauf Takara. Aber so ist er nie in den Handel gekommen. Dort war seine Klappe immer gelb. In der verwandelten Form scheint er sogar eine Kassette in sich zu tragen. Leider ist nicht zu sehen, welche. Unter dem Griff dort ist ebenso sein Gesicht zu sehen. Da wurde er fürs Foto wohl nicht richtig transformiert. Alle 3 Figuren tragen kein Autobot-Logo. Es könnten also Prototypen sein. Die Dinobots wie die Jumpstarters gehören zu Takaras Diaclone-Linie, ebenso leicht farblich abgeändert. Lustig zu sehen, dass Snarl und Slack nicht richtig als Roboter verwandelt sind. Gerade Slack sieht mit dem Schwanz an den Füßen merkwürdig aus.
Im Diaglon-Prospekt ist noch ein fünfter Dinobot zu sehen, der Flugsaurier Swoop. Auch in diesem Comic wurde er nicht beachtet, doch aber später in der regulären Comicserie. Die Figur hatte leider eine Schwäche. Sie war an einigen Stellen wie am Schnabel sehr empfindlich und brach leicht. Hasbro wollte vermutlich auf Nummer sicher gehen und Retouren und Beschwerden vermeiden. Als aber Swoop gerade im Cartoon auftauchte und bei den Kindern sehr beliebt wurde, wurde die Figur in den USA veröffentlicht, hier in Deutschland aber nicht. Twin Twist und Topspin besitzen eine Art Aufziehfunktion, die ihre Räder im Fahrzeugmodus beschleunigen. Hatten sie eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht, klappten sie auseinander und verwandelten sich sozusagen automatisch in den Roboter. Reichte der Schmuck aus, standen sie sogar. Ich kann nicht sagen, ob gerade bei Topspin keine Charakterlizenz existiert, denn diese Figur mit ihrer Funktion gehört mir zu den meistkopiertesten Transformer. Auch wenn das Aussehen oft leicht abgewandelt war, ist Topspin noch zu erkennen. Selbst jetzt, 2021, habe ich noch in unserer Müller-Drogerie-Filiale eine dieser sogenannten Knock-Off-Versionen zu kaufen gesehen. Die Mini-Vehicles gehören zur Microman-Microchains-Serie und wurden sogar farblich übernommen. Lediglich Powerglide hat man nicht richtig verwandelt. Die Beine, sein Flugzeugheck, wird eigentlich herausgezogen. Die Decepticons Megatron, Shockwave und Soundwave mit seinem Kassettenadler Buzzoff waren ebenfalls Teil von Microman Microchange. Buzzoff hat anders als Laserbeaks roter Oberkörper einen matt-goldenen. Interessant ist überhaupt, dass Buzzoff mit Soundwave erschienen ist, obwohl er nur wenige Auftritte im Cartoon hat. Laserbeak dagegen war oft zu sehen. Dass dieser nicht mit Soundwave verkauft wurde, sondern eben einzeln bzw. zusammen mit Francie, ist natürlich gut für den Verkauf der Toys. Doch war in diesem Fall eher Zufall. Der Cartoon hebte Laserbeak hervor, weil er mit dem Rot auffälliger war. Wer genau hinschaut, sieht den kleinen Lautsprecher bei Shockwave. Dieser hatte eine Soundeinheit, die beim Drücken des Abzugs einen Lasersound machte. Die anderen beiden Figuren wurden gegenüber dem eigentlichen Original leicht verändert. Soundwave kam, wie bereits vorher erwähnt, ohne Kopfhörer und der echten Radiofunktion. Megatrons Microchains-Version konnte im Pistolenmodus echte Projektile abschießen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Federmechanismus entfernt. Lediglich in Japan erschienen Megatron-Versionen mit Funktion. Übrigens, weil Megatron so echt als Waffe aussieht, darf er in den USA nicht in der Pistolenform mit dem Flugzeug transportiert werden. Ramjet, Trust und Dirge sind die ersten von Hasbro geschaffenen Transformers-Figuren, basierend auf dem Diaclone F-15 Jet. Abgesehen von neuen Farben wurde der Hauptkörper benutzt und mit neu geschaffenen, anzusteckenden Flügeln individuell versehen, wodurch drei unterschiedliche Flugzeugtypen entstanden. Im Cartoon erhielten sie später ihre markanten Kegelköpfe. Hier im Katalog wurden übrigens Ramjet seine Armkanonen nicht angesteckt. Ich ziehe jetzt einmal die Insecticons und Constructicons vor. Beide gehörten zur Diaclone-Serie und erhielten für Transformers neue Kolorierung. Wie auch bei den Dinobots besitzen die Insecticons kleine Klappen, wo einst ein Pilot hingehörte. Nicht zu sehen auf dem Bild der Constructicons sind die Teile, mit denen sie sich zusätzlich in Devastator verwandeln. Die Deluxe-Insecticons basieren auf Takatokus Serie Armored Insect Corps Speedtrust. Doch wegen den bereits erwähnten Rechtsproblemen beschloss Hasbro, nur die Figuren zu vertreiben. Im Cartoon und Comic durften sie allerdings nicht verwendet werden. Spannend ist hier allerdings eher dieses Katalogfoto, denn die vier Insekten entsprechen ihrem Originalaussehen. Unter dem Transformers-Label wurden sie später anders koloriert verkauft. Durchs Canceln der geplanten Anime-Serie veröffentlichte Takatoku nur drei der vier Insektenroboter. Venom, Chop-Chop und Barrage. Ransack aber nicht und ist auf dem Bild wohl der Prototyp. Damit ist er eine exklusive G1-Figur. Da diese Toys nur in Wave 1 erschienen und nicht erneut aufgelegt wurden, sind diese Deluxe-Insecticons sehr selten. Auch die Triple Changer, Blitzwing und Astrotrain entsprechen nicht ihrer Transformers-Kolorierung, sondern jene von Diaclone. Auch wenn Astrotrain farblich wie seine Cartoon-Version aussieht, ist er so nie als Toy erschienen. Gut zu sehen an unterschiedlichen Stickern und besonders den Händen. Auf dem Bild haben seine Fäuste keine Öffnung für die Waffe oben und die Waffe selbst ist anders. Der letzte Blick in diesem Review gehört der letzten Seite und der Autobot-Logo-Uhr. Um diese kaufen zu können, benötigte man sogenannte Robot-Punkte. Diese fanden sich auf den Rückseiten der Toyboxen und Blister. Aber um 4 Punkte zu haben, mussten zuvor mehrere Figuren gekauft werden. Zum Beispiel hat meine Swoop-Box 2 Robot-Punkte. Einige auf den Blistern hatten sogar nur halbe Robot-Punkte. Interessant, dass die Uhr gezeichnet und kein Foto ist. Ob sie aber je in Deutschland verkauft wurde, kann ich nicht sagen. Aber ich habe ein Bild gefunden, welches zeigt, wie sie aussah und scheinbar wurde sie doch irgendwo verkauft. Letztlich die große Frage, warum ist nun dieser Katalog mit Autobot-Anführer Jetfire in Deutschland erschienen? Da lassen sich natürlich nur Vermutungen anstellen und es mag mit der langfristigen Marketingplanung von Hasbro zu tun gehabt haben. Cartoon und Comic starteten im September 1984 in den USA. Zeitgleich wanderten die im Katalog zu sehenden Figuren als Wave 1 in den Handel, wobei noch Optimus Prime logischerweise kurzfristig hinzukam. Gut einige Monate später sollte Europa folgen. Unsere Nachbarländer Frankreich, Italien und England zogen mit, nur Deutschland nicht. Um 1984 herum dominierten die Sender ARD und ZDF. Sat.1 und RTL waren gerade erst gegründet. Unsere Öffentlich-Rechtlichen hatten kein Interesse an einer Serie über Kampfroboter. Und die Privaten waren noch nicht so verbreitet und hatten wohl auch noch nicht das passende Kapital. RTL nahm Transformers übrigens erst im April 1989 ins Programm. Bei den Comics hat man es versucht, wie erwähnt, und so blieben nur die Figuren. Dadurch erschienen die Toys vermutlich zunächst nicht in ganz Deutschland.
Aber dazu möchte ich mehr im zweiten Video erzählen, wenn ich dieses deutsche Diaclone-Prospekt genauer anschaue.